Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meiner nächsten Comic-Review diesmal. Und zwar habe ich ja mal in Videos vorher, wo ich über das Ende des Bendis-Runs an der Superman-Heftserie gesprochen habe, gesagt, dass die Heftserie in den USA damit noch nicht zu Ende war und es gab ja dann in Deutschland diese zwei Ausgaben, die ich auch in einem anderen Video besprochen habe, 17 und 18, wo die Heftserie mit abgeschlossen wurde in Deutschland. Das waren ja so Future State Ausgaben. Die hatten ja mit der regulären Serie da nichts mehr zu tun. Und Panini hat es dann so gemacht, dass sie halt noch das Ende auch der US-Superman-Serie gebracht haben. In den USA ist es ja so, dass Action Comics weiterläuft, die andere Superman-Serie. Und die nur Superman genannte Superman-Serie wurde ja durch Superman Son of Kal-El rund um seinen Sohn ersetzt. Und Panini hat halt hier nochmal ein Special rausgehauen, ein Trade Paperback. Superman Special, Infinity Frontier auch schon. Teased also so ein bisschen dieses Event an, zu dem ich auch nochmal ein extra Video mache, da aber auch nur zu dem erschienenen Special dazu. Was ist hier drin? Sind zwei Story Arcs drin. Einmal das Goldene Zeitalter aus Superman 29 und Action Comics 1029. Das ist also ein Crossover zwischen den beiden. Und dann der eine, der fiel in Superman 30, 31 und 32. Und damit war dieses Volume dann abgeschlossen. Worum geht's? Ja, eigentlich in den ersten zwei Teilen geht's halt so ein bisschen um die Beziehung zwischen Superman und seinem Sohn. Und dann in dem Arc danach treffen halt beide, müssen beide ein weiteres gemeinsames Abenteuer bestehen und praktisch ein befreundetes Volk, also Superman bekommt so einen Hilferuf von einem Typen, mit dem er befreundet ist, von einem anderen Planeten und dann müssen sie auf diesem Planeten eigentlich dieses Volk retten vor einem, ja so eine Art lebenden Virus, sage ich mal, oder so, also die sind halt befallen. Und die müssen die dann retten. Wie ihr schon seht, sage ich gar nicht so viel zum Inhalt. Wie habe ich es gefunden? Ich muss halt sagen, das ist auch Durchschnitt. Was mir gut gefallen hat, ist hier im ersten Arc halt dass man noch so ein bisschen insgesamt auf eine Beziehung zwischen Eltern und Kindern eingeht, weil ich das ja ganz gut fühle. Das hat mir ganz gut gefallen, aber ansonsten, da wird auch so ein bisschen, was ich so ein bisschen übertrieben fand, war halt, dass so ein bisschen der Eindruck vermittelt würde, als würde Superman sterben, also ein Death of Superman wieder, aber das ist mit Death of Superman gar nicht zu vergleichen mit dem Original und Spoiler, Superman stirbt ja auch nicht. Und wenn er gestorben wäre, wäre das ziemlich traurig gewesen, weil es die Story eigentlich nicht so krass ist. Am Ende hast du halt so ein bisschen Teaser für das neue Action Comics, die neue Action Comics Reihe, die ja dann zwar hier einen Neustart bekommt, aber in den USA einfach nummerntechnisch die aktuelle Action-Comics-Reihe halt weiterführt. Das ist dann Infinity Frontier. Darauf freue ich mich, weil da soll es wieder besser werden. Ansonsten ist der Band halt wirklich nur Mittelmaß. Auch zeichnerisch haben mir tatsächlich die meisten Sachen einfach auch gar nicht gefallen. Ne? Und das, obwohl Phil Hester dran ist. Phil Hester, der hatte ja mal diesen Run bei Green Arrow, den ich hier auch habe, wo am Anfang Kevin Smith geschrieben hat, dann später jemand anders. Und da muss ich halt sagen, fand ich die Zeichnungen, das sind so Zeichnungen, die sind so grundsätzlich nichts, worüber ich schwärme, aber bei Green Arrow, bei diesem Run, fand ich die Zeichnungen richtig passend. Bei Superman finde ich die Zeichnungen aber nicht so toll. Und wie gesagt, das kann auch schon mal vorkommen. Schreibt mir das auch mal rein, ob das bei euch schon mal vorkommt, dass ihr Zeichner eigentlich ganz cool findet, aber dann bei bestimmten Charakteren halt nicht.
Ich glaube, wir hatten letztens ja auch die Diskussion über John Romita Jr. bei Superman, wo er für mich auch nicht so funktioniert. Bei Spider-Man funktioniert er eher. Ja, und auch der andere Zeichner, der hier am Werk ist, oder die anderen Zeichner, sind jetzt nicht, wirklich nicht doll. Das ist so ein Band, den weiß ich nicht, ob der je einen Reread kriegen wird. Den habe ich halt, um das abzuschließen. Verfolgt mich noch die nächsten Jahre hier auf dem Kanal. Vielleicht erlebt ihr dann ja mal ein Reread dazu. Aber es gibt so Comics, die liest du dann einmal und dann, ja, bleiben sie vielleicht auch gar nicht lange im Gedächtnis. Und das ist so ein Band. Auch nicht wirklich schlecht. Also es gibt auch schlechtere Sachen. Aber auch nicht wirklich gut halt, ne? Schreibt ihr mir mal rein, was ihr von dem Band gehalten habt, wer den gelesen hat. Und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.